habe den Pfeil übersehen. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Die Debatte ist ja ganz spannend, wenn man dann sieht, wie Herr Kollege Mirsch sich darum bemüht, Frau Dött für eine Äußerung zu kritisieren, die vielleicht 15% der Schlagkraft hatte von der Äußerung, die vorher Frau Nahles gemacht hat. Und das kann man natürlich auch tun. Ich glaube aber, dass zwischen diesen beiden Personen Verwechslungsgefahr nicht unbedingt gegeben ist. Aber es ist ja im Prinzip eine Debatte, die war ja schon zu meiner Schulzeit nicht mehr ganz frisch. Und meine Schulzeit ist zwar noch in frischer Erinnerung, aber auch schon lange her. Charmant. Aber gelogen, oder zumindest nicht die Wahrheit. Aber jetzt wollen Sie mal nicht diskutieren, wie lange das her ist, sonst ist die Redezeit auch gleich lange her, sondern zu gucken, dieses Verharren in einer Positionierung Umweltschutz gegen Arbeitsplätze, das haben wir eigentlich überwunden. Wir haben es darüber überwunden, dass wir uns auch, was Sie ja auch so zitiert haben, auf das Thema Nachhaltigkeit geeinigt haben. Weil wir natürlich eingesehen haben, dass wir weder bei uns Umweltschutz pur machen können und alles andere vergessen und vor allen Dingen natürlich nicht im Rest der Welt. Also ich sage mal, ein bisschen nach Südamerika jetten, den Jungs und Mädels erklären, dass sie den Regenwald stehen lassen sollen. Und wenn sie dann fragen, ja okay, und wie kriegen wir Bildung für unsere Kinder, dann sagen wir, hey komm, das ist ein lokales Problem, geht uns nichts an. Das wissen wir, deswegen haben wir die 17 SDGs zusammen erarbeitet. Also wir haben ja ein bisschen geübt über Jahrhunderte mit den 10 Geboten. Mit den meisten klappt das ja auch ganz gut. Wir haben den Eingang gefunden in eine normale Gesetzgebung. Und die ersten zwei, gut, das ist dann persönliche Geschmackssache, ob man sich denen auch unterwirft. Und das finden wir wirklich. Sie wissen doch die hohe Verantwortung, die man hat, wenn man eine Sache übernimmt. Eigentum verpflichtet. So, und das ist, glaube ich, das haben Sie auch zitiert, dass man die Schöpfung bewahren muss, ist eine hohe Aufgabe. Und die Fragestellung, leben wir im Anthropozän oder nicht, ist nicht, sind wir hier die Könige der Welt, sondern haben wir die Verantwortung für alles. Und ich sage, ganz klar ist das so. Es gibt keine Natur mehr da draußen, die von uns unabhängig existiert und in die wir uns retten könnten, sondern wir sind in diesem geologischen Zeitalter die maßgeblichen Bestimmer. Und damit haben wir auch die maßgebliche Verantwortung. Wenn Sie sich die Ziele angucken, die netterweise auch mit vielen bunten Farben hinterlegt sind, manche Farben entsprechen auch denen, die sich diese Parteien hier im Parlament ausgesucht haben, dann ist da für jeden etwas dabei. Und ich empfehle, dass wir in den Beratungen für den Haushalt uns einfach mal in diesen 17 SDGs orientieren. Weil ich glaube, die sind ja im Konsens erstanden. Oder ist irgendjemand dagegen, dass wir sagen, keine Armut, kein Hunger, Bildung, menschenwürdige Arbeitsplätze, Wirtschaftswachstum, innovative Industrie. Also das kann man ja, 17 Stück habe ich noch nicht auswendig gelernt, aber die sind eigentlich alle so, dass wir sagen, ja, will ich auch. Sodass es dann nur noch darum gehen kann, nur noch, welchen Weg wir bestreiten. Und natürlich ist so ein Regierungsentwurf so ein bisschen Copy and Paste, das ist auch normal, das Beharrungsvermögen von Institutionen. Und unsere Aufgabe ist es ja, ein Haushaltsgesetz zu machen. Wir könnten das komplett neu aufstellen. Wir könnten es auch komplett so übernehmen, wie es gegeben ist. Und die richtige Positionierung ist, es zu bearbeiten. Und da kann man sich eine Checkliste machen mit diesen 17 SDGs und sagen, entspricht diese Maßnahme eigentlich dem Ziel, was wir 2030 erreichen wollen? Und dann sollten wir darauf verzichten, ob Kollegen von uns vor 25 Jahren schon genau das gesagt haben oder etwas anderes gesagt haben. Und übrigens, eine Technologie, die vor 50 oder vor 100 Jahren zum Wohlstand der Menschen beigetragen hat, muss nicht eine Zukunftstechnologie sein. Und die Zukunftstechnologien waren vielleicht vor 25 Jahren noch gar nicht möglich. So sind die Entwicklungen, gehen ja voran und wir sind gut beraten, in der Gegenwart das zu tun, was für die Zukunft richtig ist. Und darum sollten wir uns an diesen 17 SDGs orientieren, das zur Maßgabe unseres Handelns machen. Und wir beweisen ja auch immer wieder, dass wir fraktionsübergreifend, wenn es um die Sache geht, in der Lage sind, gute Entwicklung voranzutreiben. Und dann bin ich mir auch sicher, wir werden uns nicht jeden Schlagabtausch ersparen, und er lockert ja auch ein bisschen auf. Aber in der Sache für die Positionierung ist es gut. Und ein letztes Wort dazu, ob Deutschland einen entscheidenden Beitrag prozentual gesehen weltweit hat. Ich glaube, meine Fraktion wird den Zweifel erhaben, dass wir die deutsche Rolle, die Rolle der deutschen Nation überbewerten. Nun nehmen Sie mal so einen Punkt wie damals mit dem Transrapid. Wenn Sie es selber nicht machen, kauft es auch keiner von Ihnen. Warum soll irgendjemand unsere Produkte kaufen,
wenn wir sie selber nicht anwenden? Warum soll irgendjemand Maßnahmen ergreifen, wenn wir den, meine Damen, ist ja immer beliebt, den Chinesen sagen, rettet mal das Klima? Dann können die ja sagen, ja okay, macht es uns doch mal vor. Und das ist doch der Effekt. Und da Sie ja in gewissen Dingen sich auch für Avantgarde halten, müssen Sie natürlich auch vorangehen. Das gilt aber für uns alle. Und es gibt das 17. Ziel. Und das 17. Ziel ist, diese Wege gemeinsam zu beschreiten und über gemeinsame Maßnahmen diese 17 SDGs umzusetzen. Und da gibt es ganz klar einen Auftrag auch an die deutsche Gesellschaft und an die deutsche Politik. Und den müssen wir ernst nehmen. Danke. Jetzt spricht Dr. Rainer Kraft für die AfD.